Ich wusste, Lily würde nie mit Rafe davonlaufen. Das Mädchen ist viel zu klug, um sowas zu tun. Welche Frau läuft schon mit einem Mann davon, der nichts besitzt? Tja, ich weiß, dass sie Ted anfangs nicht geliebt hat. Aber das hat sich schnell geändert. Sie weiß ja wohl, dass Geld für die Käpfel-Familie kein Thema ist. Mein Baby ist von jetzt an ein Capwell-Baby. Mit Vermögen auf der einen Seite und Gina Jeans auf der anderen. Gina Jeans, da haben wir bereits das Problem. Was mache ich, wenn Rafe Lisa wirklich verlassen hat und geht das Gina Jeans Traumpaar den Bach runter? Natürlich, ich werde einfach ein Model engagieren. Es gibt Models wie Sand am Meer, die würden sich dafür umbringen, so einen Job zu kriegen. Nein. Ich gehe auf Talentsuche. Das wird ein toller Werbegag, garantiert. Eine gute Idee. Das schreibe ich gleich auf, sonst vergesse ich's. Oh nein. Das mache ich später. So eine gute Idee vergesse ich nicht. Nein. Ich hab's. Ted und Lily werden das neue Gina Jeans Traumpaar. Ja. Das bleibt in der Familie. Wieso nicht? Ted hat neulich Jeans angehabt und sah gar nicht übel aus. Nein. Ich bleib lieber bei der ersten Idee. Was war nochmal meine erste Idee? Oh mein Gott. Rosa? Rosa, jemand hat geklingelt. Rosa, ich werde für Sie aufmachen. Auch das noch. Hoffentlich ist es nicht Rafe. Oh. Oh. Hallo, Gina. Angela, falls Sie hier sind, um Ted und Lily zu sehen, haben Sie Pech. Die beiden liegen oben, kuschelig im Bett und träumen bestimmt vom Schlaraffenland oder sowas ähnlichem. Vielleicht. Nein, ich komme nicht wegen Ted. Ich bin hier, weil ich gerne mit Cici reden würde. Tut mir leid, aber er ist nicht im Haus. Guten Abend, Guten Abend, Schwester. Mr. Capwell. Ich möchte Sophia abholen. Gut. Sehen wir nach, ob sie schon fertig ist. Als wir letzte Nacht miteinander im Bett lagen, warst du mir gegenüber jedenfalls nicht so ablehnend. Wieso bist du es jetzt auf einmal? Eben weil wir miteinander im Bett waren. Da waren wir nicht im Dienst. Jetzt sind wir es aber. Du bist hier Chefarzt der Chirurgie und kein leicht bekleideter Casanova. Moment mal. Wieso hast du nicht genauso reagiert, als ich dich hier vor kurzem küssen wollte? Weil dieser Moment einfach etwas ungewohnt für mich gewesen ist. Oh. Und wie ist es jetzt? Und jetzt? Jetzt komme ich mir wie ein Flittchen vor. Ich wollte doch nur einen kleinen Kuss, sonst nichts. Glaubst du etwa, dass Reese seine neue Freundin nicht küsst? Ich kann es nicht garantieren, aber ich glaube, der Auflauf ist mir ziemlich gut gelungen. Ah ja, schön. Sieht doch lecker aus, oder? Tja, sie. So. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Nein, was denn? Wir sollten verreisen. Irgendwohin, ganz weit weg. In die Schweiz zum Beispiel? Ja, das wäre doch nicht schlecht. In Europa bin ich noch nie gewesen. Oh, es ist einfach himmlisch dort. Fang schon an. Du siehst derartig mürrisch aus. Was ist los, Reese? Denkst du wieder an Jody? Hör auf damit. Ich kann verstehen, dass du bei ihr und bei den Kindern sein willst, aber alles ist anders geworden. Du fängst jetzt ein neues Kapitel in deinem Leben an. Und ganz ehrlich, wenn du dich wieder auf sie einlässt, wäre das nicht unbedingt förderlich für unsere Beziehung. Andy, ich weiß gar nicht, ob ich eine Beziehung mit dir will. Oh, das war hervorragend. Blitzschnell reagiert. Wirklich, das war gut. Zwar erst nach 100 Versuchen, aber du machst dich. Komm, fang mir. Oh nein, das werden wir noch mal üben müssen. Der Autopsiebefund von Messes. Das darf nicht wahr sein. Keine Rückstände von Strychnin oder Drogen. Was? Keine
keine Fremdsubstanzen. Er starb auf natürliche Weise. Hier steht's. Laut medizinischem Gutachten starb er durch eine Arterienerweiterung im Gehirn. Andy behauptet, es war ein Herzinfarkt, aber es war ein Schlaganfall. Und wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Sissi holt Sophia vom Krankenhaus ab, um sie nach Hause zu bringen. Nach Hause? Ah, verstehe, in ihr Landhaus. Nein, Sissi möchte, dass sie hier wohnt, so lange, bis sie vollkommen gesund ist. Ich verstehe. Rosa, würden Sie mir bitte noch einen Drink machen? Ich bleibe bei Scotch. Und Angela bringen Sie auch gleich einen. Danke, den brauche ich jetzt wirklich. Es kann noch etwas mehr sein. So, wo hapert's denn, junge Frau? Wie bitte? Warum will eine erfolgreiche, schöne Frau wie Sie, die jeden Mann auf dieser Welt haben könnte, so einen Typen wie Sissi Capwell? Genau diese Frage, Gina, stelle ich mir seit kurzem immer häufiger. Gut, setzen wir uns. Was ist das? Ein blaues Sofa, sehen Sie schlecht? Das sehe ich. Und was wollen Sie von mir, Gina? Oh, das ist eine lange Geschichte. Nehmen Sie Platz. Was soll das, Gina? Tun wir jetzt so, als wären wir Freundinnen? Tja, wer weiß, das Leben bietet uns ständig neue Erfahrungen, mit denen wir nicht gerechnet hätten. Ich muss zugeben, es gab eine Zeit, da wollte ich, dass Sissi sich in Sie verliebt. Aber das war nur, weil ich befürchtet habe, Sie könnten die Heirat von Ted und Lily gefährden. Na, Gott sei Dank ist diese Gefahr vorüber. Mittlerweile sind die beiden verheiratet. Und jetzt frage ich mich, warum will eine Frau mit Verstand einen Mann wie Sissi Capwell heiraten? Und was machen wir heute Abend? Ach. Wie wär's mit einem Dinner bei Kerzenlicht und das vor einem schönen Kaminfeuer? Wie wär's mit Hotdogs in der Cafeteria? Ich habe heute Spätschicht. Yeah. Ja. So, da wären wir. Ich hole nur noch Ihre Entlassungspapiere, Mrs. Mathis. Danke. Sophia, ich möchte Ihnen mein Beileid ausdrücken. Kümmert sich denn jemand um Sie? Sie wird nicht allein sein. Sie wohnt natürlich so lange bei mir, bis es ihr besser geht. Darf ich Ihnen auch mein Beileid ausdrücken, Sophia? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich danke Ihnen. Das macht nichts. Ich weiß sehr genau, was ich tun werde, bis ich herausgefunden habe, woran er gestorben ist. Bitte unterschreiben Sie hier. Ich bin auf den Autopsiebericht von Ken sehr gespannt. Ich habe um eine Kopie gebeten. Die würde ich sehr gerne sehen, sobald Sie sie haben, Maika. Dankeschön. Ich möchte Ihnen und Ihren Mitarbeitern danken. Sie haben mir so geholfen. Ich danke Ihnen auch. Maika. Alles Gute. Jodie. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo. Hallo. Ich hatte eben ein wunderbares Gespräch mit der Patientin in Zimmer 45. Ach ja, mit der Ex-Nonne? Mhm. Hast du sie überzeugt, wieder in die Kirche einzutreten? Nein, fast hätte sie mich überzeugt, auszutreten. Tatsächlich? Ja. Wieso stehst du dann hier? Geh wieder zu ihr zurück. Also dein Vater ist einfach unmöglich. Hallo Lisa. Lisa, entschuldigt bitte, ich muss mit dir sprechen. Schon gut. Du wirst mich auch entschuldigen müssen. Ein Patient wartet auf mich. Ja. Wir können nachher reden. Ja, gut. Dr. DeAngelis, hier ist der Autopsiebefund, den Sie haben wollten. Danke. Ein Gehirnschlag. Das ist eigenartig. Es war doch von einem Herzinfarkt die Rede. Ich verstehe nicht, wieso es so schwerwiegend ist, dass Masses an einem Gehirnschlag gestorben ist. Erinnern Sie sich an gestern? Andy hat beschrieben, dass sich Ken während des Infarktes an seine Brust und seinen linken Arm gefasst hat. Sie ist Krankenschwester. Sie müsste einen Herzinfarkt von einem Gehirnschlag unterscheiden können. Ne? Ich verstehe Sie immer noch nicht. Sie hat gelogen. Darauf will ich Moment, hinaus. Moment, McCabe, sie hat sich vielleicht geirrt. Weshalb sollte sie lügen? Weil sie vielleicht etwas mit seinem Tod zu tun hat. Wie denn? Sie haben keinerlei Substanzen in seinem Körper gefunden, die auf einen Mord hinweisen. Ich weiß es auch nicht. Es muss etwas sein, das nicht zu identifizieren ist.
Sie mir gefallen, Jerry. Passen Sie auf meinen Hund auf. Ich fahre sofort ins Krankenhaus. Ich frage Dr. DeAngelis, ob es eine Droge gibt, die ihm keinerlei Spuren im Körper hinterlässt, sodass ein Pathologe einen Gehirnschlag diagnostiziert. In Ordnung. Wiedersehen. Bis später. Du willst keine Beziehung mit mir. Soll das etwa heißen, dass du mich nicht liebst? Nein, das habe ich nicht gesagt. Also liebst du mich? Das habe ich auch nicht gesagt. Ich bin mir einfach nicht sicher. Verstehst du? Das geht mir alles viel zu schnell. Hast du dich gestern Nacht auch so gefühlt? Andy, ich fühle mich wirklich von dir angezogen und ich möchte auch bei dir sein. Aber es ist viel zu früh, jetzt schon von Liebe zu sprechen. Ja gut, ich habe dir doch schon gesagt, dass ich dich auf keinen Fall drängen will. Ich bin klug genug zu wissen, dass ich dich vergraulen würde, wenn ich mich an dich klammere. Aber seit Ken gestorben ist, fühle ich mich so verletzlich. Ach komm, Reese, fahren wir irgendwo hin, wo es schön ist, aber auf jeden Fall weit weg von Jody. Was hast du nur immer wieder mit Jody? Ich habe nichts mehr mit ihr zu tun. Schon gut, vergessen wir Jody. Lass uns wegfahren, nur wir zwei, okay? Skilaufen in der Schweiz. Was hältst du davon? Ich fahre gern Ski. Und ich würde mir diesen kleinen Kurort gern mal ansehen. Baden-Baden? Baden-Baden? Liegt das nicht in Deutschland? Hallo. Ich wusste einfach nicht, wohin. Und was ich tun soll. Und wen ich fragen soll. Aber Lisa, ich dachte, Sie hätten mittlerweile verstanden, dass Sie Gott jederzeit fragen können. Oder mich. Danke. Dafür bin ich doch da. Also, Sie haben Rafe endlich die Wahrheit gesagt. Und er hat sie daraufhin verlassen, richtig? Er hat alles gepackt und ist einfach weggegangen. Sie wussten aber, dass das passieren kann. Ja, das wusste ich. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Aber mein Leben ist jetzt vollkommen zerstört. Ich habe das Gefühl, dass alles keinen Sinn mehr hat. Ich habe alles vermasselt, einfach alles. Was soll ich jetzt bloß tun? Lisa, offensichtlich wollen Sie weiterleben, sonst würden Sie nicht fragen, was Sie als nächstes tun sollen. Also, als erstes sollten Sie verstehen, dass Gott für jeden eine zweite Chance bereithält. Aber zuerst muss man sie wirklich wollen. Also, wollen Sie eine zweite Chance, Lisa? Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich muss... Haben Sie schon den Autopsiebericht? Danke. Oh ja. Und Sie haben sich geirrt, man fand keinen... Ich habe mich nicht geirrt. Als Ken starb, war eine Krankenschwester da. Sie sagte, es war ein Herzinfarkt und beschrieb genau die Symptome. Das scheint mir aber verdächtig, denn Herzinfarkt und Gehirnschlag unterscheiden sich völlig voneinander. Welchen Schluss ziehen Sie daraus? Dass die Krankenschwester ihn vergiftet hat. Meinen Sie? Eine Krankenschwester verfügt nicht nur über das nötige Wissen, sie könnte auch an das Medikament rankommen, das ihn vergiftet hat. Es hätte auf jeden Fall im Autopsiebericht gestanden, aber da war nichts. Gut, gibt es vielleicht eine Droge, die keinerlei Rückstände im Körper hinterlässt, sodass es aussieht wie ein Gehirnschlag? Ich habe darüber nachgedacht, als Sie gestern anriefen. Und? Es gibt eine. Ich habe darüber gelesen. In einer Fachzeitschrift letzten Monat. Moment. Da stand was darüber drin. Wie hieß es nochmal? Warten Sie. Ah, hier steht es. Es heißt Analantin. Ich wusste es. Aber in Ihrer Theorie stimmt was nicht. Dieses Medikament wird nur in der Schweiz verordnet. Baden-Baden liegt selbstverständlich in Deutschland. Ich war dort. Es klingt aber so, als würde es in der Schweiz oder in Österreich liegen, nicht wahr? In Geografie war ich nie gut. Aber es war wirklich ein reizender Kurort. Ich werde mich schon dran erinnern, wenn wir dort sind. Es liegt in der Nähe von Zürich. Zürich? Ja, Zürich. Ich weiß genau, dass das in der Schweiz liegt. Ich bin dorthin geflogen. Wie wär's, wenn wir den Auflauf essen, bevor er ganz kalt wird? Ach, würdest du mir bitte noch ein Bier holen oder macht das zu viel Umstände? Nein. Thank you.
stimmt was nicht. Kann man sagen. Der Auflauf? Nein, ich meine uns. Das wird nicht gut gehen. Das meinst du nicht ernst? Doch, ich fürchte schon. Nein, das wird mir nicht nochmal passieren. Nicht das wieder. Das wird mir Andy. Nicht nochmal. Beruhige dich doch, Andy, hör auf. Hör auf damit. Sieh mich an. In Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Ich habe verstanden. Ist in Ordnung. Es ist vorbei zwischen uns. Gut, aber jetzt entspann dich. Können wir darüber reden? Ich habe schon einen kleinen Sitzen. Oh, den haben Sie sich verdient. Mein Alkoholkonsum hat sich während der Käpfelzeit auch gesteigert. Auch? Ich dachte, ich trinke ihretwegen, nicht wegen Sissi. Sehen Sie, wie schlau er ist? Rosa, bringen Sie uns noch einen kleinen. Oh, danke, Rosa. Sehr gut. Ich brauche noch etwas Nachschub. Auch noch ein bisschen? Ja. Gut. Ist das Zeug gut? Geben Sie her. Oh. Also, dann erzählen Sie mal. Eins muss man Sissi lassen. Er ist unglaublich aufmerksam. Er macht einem Komplimente und sagt nette Dinge. Und er kauft einem Geschenke, die furchtbar teuer sind. Und er gibt einem das Gefühl, dass man für ihn die wichtigste Frau auf der Welt ist. Aber er lügt und betrügt. Wirklich? Das reimt sich ja. Und inwiefern lügt er? Weil es niemals eine Frau geben wird, die er mehr liebt als Sophia. Was für eine Überraschung. Das dürfte ganz nach deinem Geschmack sein. Sissi, du hast die große Auswahl zwischen zwei deiner Ex-Frauen und der zukünftigen Mrs. Kepler. Ich bin ja gespannt, wie du damit fertig werden willst. Keine Sorge, die zwei hier sind schon fertig. Selbst wenn dieses Analantin nur in der Schweiz getestet wird, wäre es doch möglich, dass sie auf Umwegen rangekommen ist. Nein, das ist unwahrscheinlich. So eine Droge ist nicht ohne weiteres zu kriegen. Dazu muss man in die Schweiz fahren. Was genau ist eigentlich Analantin? Es können damit Tumore geheilt werden. Man braucht nur eine geringe Dosis. Deshalb kann ich mich an diesen Artikel erinnern. Und was passiert bei einer Überdosis? Dann stirbt man wie Ken Mephis. Langsam, qualvoll und sehr schmerzhaft. Wollen Sie etwa damit sagen, dass diese Frau kaltherzig zugesehen hat, während dieser Mann Todesqualen ausstand? Wenn sie ihm das Gift gab, ja. Und dieses Medikament hinterlässt keinerlei Rückstände. Ein Pathologe wird von einem Gehirnschlag ausgehen. Denn es verursacht eine Arterienerweiterung im Gehirn. So, und jetzt erklären Sie mir das bitte nochmal, damit ich es auch verstehen kann. Ja, gut. Der Mann bekommt eine Spritze. Er wird darauf so reagieren, als hätte man ihm einen starken Abflussreiniger eingeflößt. Mit Erbrechen, Schweißausbrüchen, Krämpfen, sowas in der Richtung. Und langsam setzt dann die Arterienerweiterung ein, die ihm den Rest gibt. Es kann keine Spritze gewesen sein, weil sie die ganze Zeit nicht in seiner Zelle war. Hätte sie ihm die Droge noch anders verabreichen können? Sagen Sie es schon. Man kann sie auch in Wasser auflösen. Es kann oral eingenommen werden, das heißt mit einem Getränk. Das ist es. Ken hat vorher Tee getrunken. Doc, ich bin Ihnen etwas schuldig. Schön, dass ich helfen konnte. Andy, ich will dir nur sagen, dass ich es im Moment nicht für richtig halte, eine Beziehung einzugehen.
Eine Beziehung braucht Vertrauen und das entwickelt sich nur allmählich. Ich vertraue dir vollkommen, Reese. Wieso vertraust du mir nicht? Es ist alles viel komplizierter, als du denkst. Ja, Jody. Jody. Es hat nichts mit Jody zu tun, nur mit uns. Was machst du? Ich gehe jetzt. Nein, nein, nicht. Reese, bitte, geh nicht. Bitte bleib, Andy, bitte. Andy, hör mal zu, du bist wütend. Es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Also, nein. Gute Nacht, lass mich los. Dass sie bei uns wohnen werden. Danke, Rosa. Sie entspannen jetzt einfach und lassen sich von mir verwöhnen. Oh, ich werde sie schon wieder gesund kriegen. Haben Sie Hunger? Und wie? Gut, ich habe nämlich eine fantastische Hühnersuppe vorbereitet. Kommen Sie, gehen wir in die Küche. Wir haben uns eine Menge zu erzählen. Danke, dass du mir angeboten hast, hier zu wohnen. Ich war ja anfangs dagegen, aber du hattest recht. Es ist wirklich gut, wieder unter alten Freunden zu sein. Ich werde auch keine Umstände machen. Was? Und was macht dieses grauenvolle Ding hier? Das ist ein Symbol der Sicherheit für Lilly. Naja, euch zwei hält es jedenfalls aus. Hätten Sie was dagegen, mich kurz mit Sissy alleine zu lassen? Sind Sie sicher? Ja. Na gut. Ich bin nebenan, wenn Sie mich brauchen. Nein, auf dieses Ding setze ich mich auf keinen Fall. Lass uns doch bitte nach nebenan gehen. Oh, natürlich. Waren wir beide heute miteinander verabredet? Hatten wir was ausgemacht? Nein, hatten wir nicht. Ich meine, du hast zwar gestern Abend erwähnt, dass du mich heute sehen möchtest, aber mir war klar, dass das nicht klappt. Du warst ja unheimlich beschäftigt. Angela, es tut mir leid. Verzeih mir. Ich hatte wirklich so viel zu tun. Ich weiß. In vino veritas. Bitte? Sissy. Ich habe beschlossen, uns beiden sehr viel Ärger zu ersparen. Denn aus unserer Beziehung wird nie eine große Liebesgeschichte werden. Auch wenn ich diese Zeit mit dir sehr genossen habe, aber ich glaube nicht, dass wir füreinander geschaffen sind. Das ist sehr nobel von dir und es tut mir wirklich leid, wenn gestern Abend meine Gefühle für Sophia anscheinend doch durchgesickert sind. Entschuldige. Ist mir kaum aufgefallen. So eine wunderbare Frau wie dich findet man nicht oft, Angela Cassidy. Du hast einen Mann verdient, der immer für dich da ist, ohne irgendwelche Vorbehalte. Ich wollte dieser Mann für dich sein. Und ich habe mich so danach gesehnt. Ich hatte nicht vor, dich zu verletzen. Das weiß ich doch. Ich werde schon damit fertig werden, ganz sicher. Es ist wirklich besser so. Und zwar für uns alle. Du bist nicht böse? Ich bin nicht böse. Über dich wird oft gesagt, dass du ein furchtbar harter Geschäftsmann wärst. Doch ab sofort werde ich etwas anderes über dich erzählen. Ich werde erzählen, was für ein liebevoller und freundlicher Mann du bist und wie geehrt ich mich fühle, dass wir eine Zeit lang zusammen gewesen sind. Naja,
Aber ohne dich wäre das nie zum Vorschein gekommen. Ach, nett, dass du das sagst, nur stimmt das nicht. Die Frau, die das in dir auslöst, steht in der Küche. Und sie wird dafür sorgen, dass du nie wieder vergisst, wer du wirklich bist. Zeit zu gehen. Tja. Angela, sind wir Freunde? Natürlich. Du bedeutest mir sehr viel. Ach, Angela wird jetzt tapfer sein und durch diese Tür gehen. Erst dann breche ich nämlich in Tränen aus. Du wirst darüber hinwegkommen. Ach, aber ja, das werde ich. Außerdem habe ich noch nie gerne geweint. Das wirkt sich verheerend auf die Wimperntusche aus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Sissi. Ich wünsche dir Glück. Was ist? Hat sie dir den Laufpass gegeben? Ja, Gina. Gut, das Mädchen gefällt mir. Sie hat doch eine ganze Menge Mut. Ich hab... Was denn? Das Gefühl, dass ich... Lisa, es war ungeheuer mutig von Ihnen, dass Sie ihm endlich die Wahrheit gesagt haben. Natürlich hat das Konsequenzen und offensichtlich leiden sie auch darunter. Aber jetzt ist es an der Zeit, wieder nach vorne zu blicken. Verstehen Sie, Fehler sind nur dazu da, um etwas aus ihnen zu lernen. Die Vergangenheit können Sie nicht mehr ändern. Aber die Zukunft liegt ab jetzt in Ihrer Hand. Das weiß ich, aber wie soll ich damit fertig werden, dass Rafe mich verlassen hat? Aber Rafe ist nie wirklich für Sie da gewesen. Verstehen Sie das doch endlich. Ihr Bedürfnis nach seiner Liebe entstand nur aus Verzweiflung. Sie wollten sich an ihm rächen, weil er ihnen nicht geben konnte, was sie von ihm wollten. Nur haben sie dabei noch viele andere Menschen verletzt. Und ganz besonders sich selbst. Aber jetzt haben sie das Bedürfnis, etwas zu ändern. Sie wollen nur noch ein guter, verantwortungsvoller Mensch sein. Denken Sie, dass mir das gelingen wird? Daran zweifle ich überhaupt nicht. Und das sollten Sie auch nicht. Wissen Sie, ich denke, Sie sind nur deshalb nach Amerika gekommen, weil Gott wusste, wie dringend ich Ihre Hilfe brauche. Ich weiß nicht, was ich ohne Sie machen würde. Lisa, ich habe Sie sehr gern. Und von nun an haben Sie einen guten Freund, mit dem Sie reden können. Jemanden, dem Sie sehr am Herzen liegen. Und damit Ihnen die Schritte in Ihr neues Leben auch etwas leichter fallen, wollte ich Sie morgen Abend zum Essen einladen. Wirklich? Ja, ich kenne ein italienisches Lokal. Die haben ein Risotto, das fast so gut ist wie in meinem Lieblingslokal in Mailand. Außerdem finde ich, dass wir aufhören sollten, uns an diesem Ort zu treffen. Oh ja, das stimmt. Und ich nehme Ihre Einladung für morgen Abend auch sehr gerne an. Gut. Vater Giovanni, Sie sind ein Engel. Maika De Angelis in einer Kapelle? Moment mal, das wird als das Wunder von Santa Barbara in die Geschichte eingehen. Vielleicht färbst du ja doch etwas auf mich ab. Und wieso bist du hier? Ich wusste, dass du Lisa hier triffst. Ich bin hier reingeschlichen, weil ich sehen wollte, wie du arbeitest. Ich war so beeindruckt von deinen Worten, dass ich gar nicht gehen konnte. Ich danke Gott dafür, dass er mir einen Sohn geschenkt hat, der so sensibel und liebevoll und gut ist. Das empfinde ich in der Tiefe meines kalten, spröden Herzens. Danke. Ach komm, so schlecht bist du gar nicht. Na, möchtest du noch eins? Ja, du bist ein Guter und Jerry. Jerry, ja. Wo ist der Tee, den Ken gestern getrunken hat? Wie Sie sagten, er hat ihn getrunken. In seiner Zelle war ein Teebottel mit Becher. Wo ist das Zeug? Das habe ich heute alles weggeschmissen. Oh nein, Jerry, das war wichtig. Ich brauchte es, um herauszufinden. Hey, das war nur ein Scherz, McCabe. Ich habe alles hier. Alles, was noch in der Zelle war, habe ich geholt und im Korb hier verstaut.
Wirklich? Ist alles da drin. Ich kümmere mich darum, dass Sie befördert werden. Ins Labor damit. Und die Ergebnisse brauche ich in 10 Minuten. Alles klar. Verstanden? Danke. Okay. Na du, was ist? Mich vermisst? Was hast du gemacht? Warst du wieder faul, ja? Ach, du bist ein guter Hund, ja. Komm, so sitzt Hallo. Man noch nicht am Schreibtisch. Ist ja schon gut, ja, so ist's gut. Wie geht's? Hey! Ich dachte, du wärst bei Andy. War ich auch, aber ich hab's nicht lange ausgehalten. Wieso? Sie hat sich heute von einer Seite gezeigt, die mir völlig fremd war. Es war unglaublich. Sie hat mich angeschrien, auf mich eingeschlagen. Sie flippte völlig aus. Das war gar nicht ihre Art. Sie ist sonst so süß, aber kurz bevor sie auf mich losging, hat sie gelogen. Und ich denke seitdem an das, was Ken Mathis über sie erzählt hat. Ich misstraue ihr. Aber wieso? Das werden wir bald wissen. Inwiefern hat sie gelogen? Gestern war ich in ihrer Wohnung und fand ein Flugticket. Und ich habe sie darauf angesprochen. Sie sagte, sie wäre in der Schweiz gewesen, weil sie sich dort einen kleinen Kurort ansehen wollte. Ich fand das seltsam. Also bohrte ich heute etwas weiter. Und aus diesem Schweizer Kurort wurde auf einmal ein Kurort in Deutschland. Ich nagelte sie darauf fest, aber sie machte sofort Ausflüchte. Ich dachte, komm, sei nicht so misstrauisch. Schließlich macht jeder mal einen Fehler, nicht wahr? Doch als sie sagte, sie wäre nach Zürich geflogen, habe ich mir das Ticket nochmal angesehen. Ihr Flug ging nach Genf. Andy war also in der Schweiz. Ja, hat das etwa was zu bedeuten? Das wissen wir erst, wenn die Ergebnisse aus dem Labor da sind. Was meinst du damit? Das erkläre ich dir unterwegs. Wir werden deiner Freundin einen Besuch abstatten. In Ordnung. Nein! Nein, lass mich hier raus! Ich sollte sie nach Hause schicken. Aber in dem Zustand findet sie nicht mal die Haustür. Ich werde niemanden mehr ärgern. Wirklich, ich werde mich bessern, das verspreche ich. Das glauben Sie ja selber nicht, Gina. Ich werde niemanden mehr ärgern. Wirklich, ich werde mich bessern, das verspreche ich. Das glauben Sie ja selber nicht, Gina. Wenn du glaubst, dass ich all das bin, was du sagst, gut, liebevoll, sensibel, großzügig, dann muss ich das ja wohl von dir haben, oder? Ja, natürlich. Das würde ich auch gern glauben, aber soweit ich mich erinnere, hast du diese Eigenschaften von deiner Mutter, eine großartige Frau. Viel zu gut für mich. Aber offensichtlich hat sie das nicht so gesehen. Ich bin doch der beste Beweis. Ja, das ist richtig. Wie wär's, wenn wir heute Abend essen gehen? Ja, sehr gern. Ich muss nur Jodie Bescheid sagen. Warte mal, sie hat mir einen Zettel geben lassen. Das habe ich ganz vergessen. Ich will nicht in der Cafeteria essen. Bin doch vorher gegangen, um für dich zu kochen. Ich möchte es wirklich gerne noch mal versuchen. Herzlichst, Jodie. Weißt du, wenn ich es mir genau überlege... Ja, du weißt ich, schon. Ich kann das sehr gut verstehen, ja. Geh schon, geh. Der Sohn. Ich hoffe nur, dass du völlig falsch liegst. Das wissen wir spätestens dann, wenn die Teebeutel aus dem Labor zurück sind. Wie hätte sie das schaffen können? Keine Ahnung, sie war allein, als sie Tee gemacht hat. Sie hatte Zeit. Ich frage sie auch nicht wegen der Teebeutel. Ich habe keine Beweise. Aber ich werde ihr Fragen zur Schweiz stellen. Gut. Andy? Andy, mach auf. Ich bin's, Reese. Ich will mit dir reden. Komm schon, Andy, mach auf! Hilf mir mal. Oh Mann. Wow. Sie ist weg. Wo könnte sie sein? Oh mein Gott. Jodie.
Andy weiß, dass sie in Maikas Wohnung ist. Komm! Schatz, wenn du dir noch weiter den Kopf darüber zerbrichst, machst du dich verrückt. Lass die Polizei sich darum kümmern. Sie halten dich sicher auf dem Laufenden. Aber Ken hat gesagt, dass er mich nicht umbringen wollte. Und ich habe ihm das auch geglaubt. Er wäre zu so etwas nie fähig gewesen. Was glaubst du, wer es war? Dieselbe Person, die auch seine Frauen umgebracht hat. Seine beiden ersten Ehefrauen. Genau diese Person hat auch ihn umgebracht. Er hatte einen Herzinfarkt. Er hatte auf gar keinen Fall einen Herzinfarkt. Er war in absoluter Höchstform. Er hat täglich trainiert. Und er hat immer gesund gegessen. Er war kein Kandidat für einen Herzinfarkt. Es muss etwas anderes passiert sein. Schon gut, schon gut. Lass uns abwarten, was bei der Autopsie rauskommt. Dann wissen wir, was passiert ist. Danke für alles. Danke, dass du dich so um mich kümmerst. Du bist sehr großzügig und lieb zu mir gewesen. Weißt du denn nicht, wie wichtig du für mich bist? Ich habe es vielleicht nicht immer gezeigt. Ach. Aber ich habe immer nur das Beste für dich gewollt. Weißt du was? Hm? Ted hatte furchtbare Angst, dass er Lily verlieren könnte. Rosa hat mir das vorhin in der Küche erzählt. Sie verlieren? Na ja, Ralph ging zu ihr und sagte, ich will, dass du wieder zu mir zurückkommst. Der Junge gefällt mir. Er hat Mut. Was ist passiert? Lily hat Nein gesagt. Sie sagte, such dir eine andere, ich bin Nudelkuchen. Das war gut. Ich wünschte, Kelly würde so einen Mann finden. Ein perfektes Ende für eine Geschichte. Ganz genauso, wie es sein muss. Was haben Sie da? Die Ergebnisse aus dem Labor kommen gerade rein. Sieht so aus, als hätten Sie recht. Offensichtlich ist an einem der Teebeutel etwas verändert worden. Verändert? Ja, verändert. Er wurde geöffnet und wieder zusammengeheftet. Wissen Sie noch, als ich versehentlich, nein, mit Absicht, Andys Handtasche vom Schreibtisch gestoßen habe? Alles fiel auf den Boden. Ja. Ich hoffte, ein Beweisstück zu finden. Doch da war nichts. Aber direkt vor meiner Nase lag ein Klammeraffe. Da habe ich es nur nicht kapiert. Okay, und jetzt sehen Sie sich das an. Der Teebeutel war voll mit dieser Droge. Den Namen kann ich nicht aussprechen. Ist es Amelanthin? Genau. Bingo, jetzt haben wir sie. Jody. Ah, Andy, Sie sind wahrscheinlich auf der Suche nach Reese. Nein, ich bin ihretwegen hier. Der Zeitpunkt ist leider etwas ungünstig. Im Moment habe ich viel zu tun. Oh ja, das sehe ich. Und was ich da sehe, macht mich sehr glücklich. Ihre Beziehung zu Dr. DeAngelis ist offensichtlich über eine Freundschaft hinausgewachsen. Besser könnte es gar nicht sein. Kommen Sie, Jody. Sie werden doch etwas Zeit haben für eine schöne Tasse Tee. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.